Hallo mein Freund und herzlich willkommen zur Nebenmission Icarus Pausen. Ja, wir sollen mit zwei Wissenschaftlern sprechen, deren Labor dort ist. Und wie immer lesen wir uns erstmal nochmal den Text durch, denn weitere vorangehende Informationen haben wir ja nicht. Dr. Starr und Dr. Romero untersuchen das Kommunikationssystem zwischen Azrael und den Stolas. Ihre Beziehung ist auf seltsame Weise symbiotisch. Bestimmte Blaupausen könnten das erklären und mehr Informationen bieten. Und da fällt mir gerade noch ein, dafür musste ich die Azrael-Patrouillen wieder aktivieren. Für diese Mission nach der Mission werde ich sie natürlich wieder deaktivieren. Dann sprechen wir doch mal mit den guten Herren. Na gut. Hallo? Hallo? Mit dir vielleicht? Ah ja. Schön, Sie wiederzusehen, Nomad. Können wir Ihnen helfen? Ich brauche Informationen zu den Azrael-Drohnen. Ich dachte, vielleicht wissen Sie etwas darüber. Wir helfen Ihnen gerne. Den Drohnen gilt gerade auch unser Forschungsinteresse. Wir analysieren, wie die Wolves die Signale der Azraels abfangen und wie sie mit den Stolas-Drohnen kommunizieren. Es Kommunikation zu nennen, ist eine Beleidigung für diese Arbeit, Dr. Romero. Er will damit sagen, dass ihre Beziehung nicht reziprok ist, sondern viel eher symbiotisch. Ganz genau. Wir hatten bisher leider noch nicht das Vergnügen, eine Azrael in Händen zu halten. Wir müssen uns mit dem begnügen, was diese Amateure uns bringen. Kann ich Sie unterstützen? Also, wenn Sie uns wirklich helfen wollen, dann erledigen Sie eine Drohne und bergen Sie Ihre Kommunikationskomponenten für uns. Diese werden uns helfen, herauszufinden, wie sie andere Drohnen kontaktiert. Sie kommen gleich zur Sache, was? Gut, woher weiß ich, wonach ich suche? In Montagehalle Omega 2 müssten die Baupläne der Azraels liegen. Damit können Sie herausfinden, welche Teile Sie herausnehmen müssen, sobald die Drohne unten ist. Klingt machbar. Sagen Sie mir auch, wie ich zu dieser Fabrik komme? Oh ja. Montagehalle Omega 2 befindet sich östlich von diesem Gebäude. Über den Roaring Falls. Danke. Ich sehe es mir an. Alles klar. Wer sind Sie? Was sollen Sie? Das ist einfach so unlogisch. Also über den Roaring Falls. Roaring Falls werden wohl Wasserfälle sein. Gehe ich von aus. Ist das hier Osten, wo ich hier hingehe? nicht wirklich. Osten ist genau die andere Richtung. So, und zwar Fertigungshalle Omega 2. Moment mal, im Sperrgebiet 1? Das ist da drüben. Holy shit, das ist ja ultra weit weg. Roaring Falls sind hier. Fertigungshalle Omega 2 ist dort. Haben wir da einen Biwak? Hoppala. Entschuldigung, da musste ich mich kurz stumm schalten, um zu niesen. Ja, so wie es aussieht, haben wir hier ein Biwak dort. Das ist aber auch relativ weit weg eigentlich. Ich schaue erstmal mit der Drohne, ob es da vorne vielleicht ein Heli gibt oder so, mit dem wir rüberfliegen könnten. Oh, das ist die PvP-Map. Jo, die kenne ich doch. Aber hier gibt es, glaube ich, keinen... Gut, es gibt ein Helipad. Es gibt aber leider keinen Heli hier. Dann gehen wir eben zu dem Biwak da drüben. Ah, da ist ja noch eins. Hab ich ganz übersehen. Das ist doch relativ nah. Ja, also bin schon gespannt, wie wir es schaffen sollen, die Azrael abzuschießen. Denn seitdem dieser, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, seitdem dieser Bug da eingebaut wurde, dass der Tracer schneller fliegt als die eigentliche Kugel. Ihr seht es hier ganz gut. Der Einschlag geschieht noch während die Kugel fliegt. Seitdem habe ich es auch nicht mehr geschafft, diese Lieferdrohnen, diese Amazon-Drohnen zu treffen. Und ja... Weiß nicht, wie ich es schaffen soll, da die Azrael zu treffen, wobei eine Azrael natürlich größer ist. Mit ein bisschen Glück kann ich ja vielleicht sogar einen Simultanschuss auf eine Azrael
ausführen. Wenn nicht, muss ich mir irgendwie einen... Ja, einen bewaffneten Heli klauen. Und das Ding damit vom Himmel nehmen. Und vom Himmel holen. So, wo soll das Zeug dann genau sein? Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir, wenn wir da sind. Nehmt ihr den linken. Alles klar, Boss. Gehe dorthin. Nimm du den mittleren. Bin soweit. Verstanden. Wechselposition. Hab den Wolf, Boss. Gut. Es ist schade, dass es immer Zufall ist, wer denn jetzt den Befehl kriegt. Ansonsten hätte ich sagen können, ja, hey, Vasili, nimm du den linken oder so. Aber das geht leider nicht. Denn es ist immer jemand anderes. Ja, ich habe die Azrael schon gehört. Kann ich sie vielleicht trotzdem abschießen? Wisst ihr was? Ich probiere es gleich. Na, jetzt, komm. Schalldämpfer ab. Erstmal gucken. Wo ist er? Da oben. Was ist das? Geht nicht. Okay, wir sind entdeckt. Von der Azrael. Ja, Team, Feuer frei. Was, haben die mich jetzt schon so schnell verletzt? Wollt ihr mich verarschen? Na toll, das war's dann jetzt. Klasse. Immerhin habe ich noch den Feuer frei Befehl gegeben. Das habe ich wegen der Patrouille natürlich nicht gesehen, wo die Azrael runtergekommen ist. Oh Gott, ich muss mich hinlegen. Ach scheiße, doch nicht da vorne hin. Na toll. Na toll. Das war sowas von abzusehen. Schade. Schade, aber jetzt wissen wir zumindest, mit genügend Munition können wir eine Azrael ganz easy vom Himmel holen. Meine Idee war jetzt gewesen, die Azrael schon abzuschießen, aber noch nicht zu looten, sondern jetzt dann zuerst diese Blaupausen zu holen, beziehungsweise sind die Blaupausen, oder? Auf jeden Fall halt das Dings zu holen da, zum die Informationen zu holen, welche Teile wir nehmen sollen. Und dann die Azrael zu looten, aber die ist wahrscheinlich eh ins Wasser gefallen. So, wir haben aber noch keine Infos, wo wir genau hin sollen. Beziehungsweise wo die Teile sind, die wir benötigen. Ich weiß aber nicht wirklich, wo ich landen soll. Da waren gerade Himmel und Menschen überall. Nicht da. Nein. Das war keine Absicht. Spring doch wenigstens im Fallschirm. Toll. Ja, da gehen wir da vorne. Relativ nah ran. Ach, guck mal, da könnten wir über die Leiter hoch. Links, aber machen wir nicht. So, dann wissen wir jetzt zumindest, wo wir die Blaupausen finden können. Oh nein, Wissenschaftler wissen mehr über die Drohnen. Oh nein. Wissenschaftler. Frage ist, wo ist... Da drüben ist irgendwo einer. So ein... Da? Hier vielleicht? Ah, da. Okay. Das heißt, wir müssen in dieses Gebäude rein. Sollen wir einfach mal reingehen? Einfach ohne groß zu scouten. Ohne groß aufzupassen. Vielleicht nicht ganz so wenig aufpassen. Das Ding ist, ich habe jetzt nicht geguckt, wo ein Dingens ist. Wobei, ich bin hier eher im falschen Gebäude. Und Eingang ist wohl... Oh shit. Der da sieht mich. Ja, er hat mich gesehen. Na prima. Ups. Upsi. Okay. Head first into the wall.
Wally. Jetzt wisst ihr wenigstens, warum ich so ein Gesicht habe. Wie das ausgesehen hat. So, gut, dann machen wir es jetzt eben nochmal richtig. Okay, also wir müssen in das Gebäude... Ah, der ist jetzt immer noch da drin, so wie es aussieht, ne? Das sieht man bei solchen Missionen, wenn es hart aus ist übrigens. Einfach nur daran, dass wenn die... Also, dass es irgendwo Informationen gibt, dass die Drohne... Dass dann halt dieser Kreis kommt, ne? Das ist die einzige Möglichkeit, da zu sehen, dass es da Informationen gibt. Denn das macht die Drohne... Nur wenn es irgendwo was Neues gibt und wenn das Gebiet halt schon aufgedeckt ist, ist das Einzige, was es neu geben kann, natürlich Informationen. Na du da, der da rumläuft und irgendwie totalen Tunnelblick hat. Zack. Oder halt gar keinen Blick mehr. Feuer auf mein Kommando. Scheiße, zu spät. Wir haben da hinten einen Raketenschützen. Den machen wir mal eben weg. Zack. So. Oh, ich habe hier noch den falschen Skin. Ich habe hier noch den Skin von... Dingens. Vom Klassenlevel. Vom Sturmsoldaten. So, jetzt haben wir. So, daran hat es gelegen. Deswegen bin ich eben da. Ich hatte keinen Helm an. Deswegen sind wir gestorben. Ergibt Sinn, ne? Total. So, das ist ein verbundenes Gebäude, ne? Das heißt, wir könnten da rein und darum. An und für sich. Ja, von da oben kommen wir nirgends rein. Ne? Ich gehe jetzt mal gucken, wo dieser... Der steht immer noch da, okay. Das hier wäre genau der Eingang, den wir rein müssten. Ich weiß was. Ich habe die Idee. Die beste Taktik seit... Keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Also nicht in diesem Spiel. Bei Metal Gear habe ich das alles mal gemacht, aber... Ich glaube, bei Breakpoint noch nicht. Oh, ich brauche eine Pause. Das ist schlecht. Vielleicht sollte ich mich mal ein bisschen ausruhen. Ich veranstalte hier ein kleines Feuerwerk. So. Gibt es da noch irgendwas zu mitnehmen? Ja, nehmen wir mit. Wo fliegt die Drohne? Ich höre sie, aber ich sehe sie nicht. Da. Ziel auf die Flugdrohne. Nice. So. Okay. Alles vorbereitet. Darf ich nur nicht unterwegs entdeckt werden? Dann ist alles gut. Ah, ich bin sehr überzeugt von diesem Plan. So. Noch nicht. Pff, was ist das denn? Alpha-Wand oder was? So. Okay. Wo ist die Drohne? Ist eigentlich wurscht, wo sie ist. Ungefähr ziemlich. Ich leg mich hin. Feuer frei. Und jetzt? So. Rein theoretisch müssten die jetzt zum Haupteingang gehen. So, und ich muss mich einsprühen, damit die anderen Drohnen mich jetzt nicht entdecken. So.
Ach, das ist da vorne erst. Ah, ich hab, war vielleicht ein bisschen zu früh. Sie läuft den Minigun. Bin unterwegs, Boss. Bereit, Ghost Lead. Das machen wir zusammen. 3, 2, 1, jetzt. Alles sauber hier. Gut. Solide Arbeit. So, was haben wir hier noch einen? Hallo. Richtig gut. Oh, mein Spray ist gleich alt. Bis aufgebraucht ist. So, und nochmal neu. Hey, hey, wer sind die denn jetzt? Sieht nach feindlicher Verstärkung aus. Was? Achso, natürlich. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Bail, 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 bail. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Verstärkung. Drohnen lasse ich erstmal. Ich weiß, du bist hier. Komm raus. Oh, 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 oh. Korridor of Death. 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 Wisst ihr? Ich kann das TH gar nicht richtig aussprechen, wenn ich so eine blöde Zahnlücke vorne habe. Da geht immer zu viel Luft durch. Das hört sich an, als würde ich einfach nur S, also ein S sprechen. Das ist kein großer Unterschied bei mir. Aber nochmal Spray und dann rein. Probieren wir es. Ich meine, die wissen jetzt ganz offensichtlich, dass wir nicht am Haupteingang sind. Ich muss ja nur mit dem Wissenschaftler sprechen. Oh, hallo. Hallo? Na, wie geht's? Hab gehört, Ihre Zugangskarte ist weg. Gott, schickt sie die Personalabteilung? Jo. Es tut mir wirklich leid. Keine Ahnung, wie Terry an meinen Ausweis gekommen ist oder warum sie so sauer auf mich und Michelle ist. Aber eine Verschwörung gab's zwischen Terry und mir nicht. Oder Michelle. Wir verstehen schon, dass es Regeln gibt. Ich werde am Morgen aber meinen Ausweis wieder haben. Und nur fürs Protokoll. Was auch immer Terry über mich oder Michelle sagt, ist totaler Schwachsinn. Und überhaupt, ist das nicht Erpressung? Hör zu, Hohlbirne. Sag mir, wo das Ding ist, oder du kannst dich ohne Schneidezähne durch den Dating-Dschungel schlagen. Terry hat ihn in der Cafeteria versteckt. Was war das denn? Die Stimme hat irgendwie plötzlich auch gar nicht zu Nomad gepasst. Im zweiten Stock des Westflügels der Fertigungshalle Omega. Westflügel ist da? Im zweiten Stock? What? Zweiten Stock des Westflügels der Fertigungshalle Omega. Das hier. Nee, Westflügel. Da! Da! Da ist das. Das heißt, wir müssen da durch, darüber, darum. Was ich will? Den Generator sprengen will ich. Und am liebsten auch diese blöde Drohne, die da draußen rumguckt. Bleib stehen! Na, no, das war eine Granate und kein C4. Warum ist das nicht fest? Weißt du was, komm. Boom! So siehst du überhaupt nichts. Ich habe gerade nicht geschossen, weil ich nicht wusste, ob es einer von uns ist oder ein Feind. Wir schleichen durch die Fertigungshalle. So, wir müssen. Da. Oh. Eine nicht gelootete Kiste. Oh nein, Pistolen. Da draußen ist jemand. Such weiter. Bereit zum Angriff.
Ja, komm nur. Ah, nein, dich habe ich nicht gemeint. Ah. Ja, danke. Oh, wie ich diese kleinen Drohnen hasse, ne? Ja, was war das denn? Jetzt mal ohne Witz, was war das denn? Ich war doch gar nicht so schwer verwundet. Habe ich einen Headshot gekriegt? So schnell? War es vielleicht eine Schrotflinte? Ich habe nichts gehört. Ich habe nur Zischen gehört. Und dann war es vorbei. Das ist eine Schrotflinte. Ich will mir mal nochmal ein neues Team zusammenstellen. Viel besser so. Vielen Dank. Also was Bewaffnung und Dings angeht natürlich. Weißt du was? Team, Feuer frei. Team, Feuer frei. Feuer frei! Ich hätte gerne einen Befehl, gib mir Deckung. Das wäre eigentlich das wäre noch ein Befehl, der fehlt, ne? Ein Befehl, der fehlt. Ich bin so witzig heute. So. Okay. Sehr gut. Wisst ihr, was auch cool wäre? Ein Kompass-Item. Dass man so ist hier so ausrüstet, wie zum Beispiel das Fernglas, dann drückt man drauf und dann wird vielleicht oben Kompassleiste eingeblendet, wie hier oben oder so. Oder halt unten rechts der Kompass. Aber halt nur, wenn man das ausgerüstet hat und ausgewählt hat. Das wäre cool. Moment, ich muss mir das aufschreiben. Das schreibe ich mal im Delta Company Discord, den Ubisoft-Leuten. Kompass-Item. Kompass. Item. Ich meine, vorschlagen kann man es ja. Ich glaube zwar nicht, dass da noch irgendwas groß umgesetzt wird, aber das stelle ich mir auch nicht sonderlich schwer umzusetzen vor. Aber ich meine, ich will ja auch schon seit Release die Kompassleiste oben haben. So, hier gibt's Kaffee. So, das hier sieht nicht aus wie eine Cafeteria. Ah, hier ist eine Cafeteria. Und hier irgendwo soll der Ausweis liegen. Da, nehmen das ein Handy. Ruhe, Bewahr. Die glauben, sie sind sicher. Ich bin doch hier richtig, oder? Ja, da, nee, da ist auch ein Handy. Nun, dann gehe ich einfach mal zu jedem Ordner und drücke E. Hier ist nix. Da ist auch nix. Da ist auch nix. Hier? Ja. Blaupausen für Astraelektronen. Jo, nice. Also, Zugangskarte haben wir. Das Terminal befindet sich in Fertigungshalle Omega 2. Benutzen Sie den Laptop. Also wieder zurück zur Fertigungshalle. Da kamen wir ja gerade her. Team, bei mir sammeln. Los, sammelt euch bei mir. Roger, sind auf dem Weg. Wir gehen sofort los. Ja, ihr müsst euch jetzt nicht mit den Drohnen anlegen. So, Laptop. Da hinten sind Laptops. Alles klar. Gibt's hier noch einen Laptop? Da ist auch noch ein Laptop. Aber der hat eine Warnung drauf. Und die Laptops mit Warnungen sind es eigentlich nie. Sind eigentlich immer nur ausgeschaltet. Ah, der Laptop ist es. Ausgeschaltete Laptops. So, nice. Da haben wir die Blaupause. Was können außerhalb der Siedlung in allen Regionen gefunden werden? Die Azrael, ja, konnte ich nicht lesen. Die Azrael drin können, ja, toll. Also wir brauchen jetzt eine Azrael-Drohne, um es kurz zu machen. So, das heißt aber erstmal, wir müssen hier raus. Einmal einsprayen, bitte. Und eine, die Möglichkeit, den Kameraden zu sagen, dass die Meldung machen sollen, wäre auch gut. Oh. Da ist ja. Hallöchen. Habe ich nicht mehr? Na toll.
Waren das beide? Nein, nur eine. Ja, toll. Jetzt aber. Wieder ein paar schöne Thronenteile. Denn das sind tatsächlich die Dinge, die immer knapp oder oft knapp bei mir sind. So, hier ist eine Azrael, ja. Wir brauchen eine Azrael. Wo kriegen wir die jetzt her? Müssten wir warten, bis mal eine kommt. Hm. Aber da das dauern kann und ich die Folge nicht unnötig in die Länge ziehen will. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Schneide ich. Also mache ich dann jetzt einfach hier einen Cut und schneide nochmal rein, wenn die Drohne kommt. Bam. Bis gleich. Eine Azrael, ich höre sie. Und die kommt tief. Fuck, was ist das denn? Ich stresse nicht. Nein. Wie kann das denn sein, dass ich die nicht treffe? Jetzt habe ich sie getroffen. Habe ich die... Das ist ein Azrael-Drohnenkomponente. Ah, dann ist er wohl irgendwo gelandet, wo war. So, und jetzt wird's lustig. Oh, verdammt, ich hab nichts mehr. Ich hab keine. Kein Spray mehr. Oh, hallo! Ich hab irgendwie gedacht, das wären nur Drohnen. Wie konnte ich denn sowas Dummes denken? Ja, also bei den Drohnen ist ja das Gute, wenn die irgendwo abstürzen, wo man die Teile nicht bergen kann, dann bekommt man die Teile einfach so. Zurück ins Getümmel. Oh, hallo. Der hat gesessen. Noch die Thronteile. So, dann direkt mal wieder hier den her. Oder weißt du was? Komm, das machen wir anders. Ich bin während des Kampfes nicht verfügbar. Und weiter geht's. Komm. Das reicht. Das Biwak ist ja direkt da vorne. Bin ich richtig? Ah, falsch. Darüber. Ich bin hier nämlich gerade per Schnellreise hin. Und... Okay, also man hat überhaupt keine Stabilität, wenn die Beine verletzt sind. Das macht natürlich Sinn. Gut zu wissen. Na komm. Aber ist der Kampf jetzt vielleicht vorbei? Nein, immer noch nicht. Na gut. Ich hoffe, man hat den Anfang vom Schnitt jetzt gehört, denn ich habe ja die Aufnahmen beendet in der Zeit. Es war nämlich ungefähr eine halbe Stunde. Und ja. Hä? Was? Nein! Da war noch ein Wolf, verdammt. Ich habe mich gerade gefreut, dass die Drohne da unten zerstört wurde. Gedacht, da geil, gerade das neue Drohnenteil. Ach, verdammt. Naja. Alles klar. Los geht's. Was? So. Erstmal hier nochmal auffüllen. Und vor allem den Verletzungsbuff. Nicht, dass der gefühlt viel bringt, aber ich meine, 40% Resistenz ist jetzt auch nicht so viel unbedingt. Achso, das ist schon alles wieder neu. Gut, alles klar, dann auf geht's. So, wo sind... Ach, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich meinen Fehler. Ich habe doch bei den... Aber, also ich habe ja bei den Nebenmissionen eigentlich den Entdeckermodus aufgeführt.
Und hier die Einsatzzielmarkierungen an. Das ist da der Fehler hier. Stimmt, bei den Nebenmissionen hatte ich das ja an. Das hatte ich ja nur bei den Klassenlevel-Dingern aus. Das macht natürlich einiges einfacher jetzt. Aber ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht, jetzt mal nochmal eben da so anhand der Karte und der Gegebenheiten rauszufinden, wo die Sachen sind. Aber es war jetzt auch zugegebenermaßen recht einfach, da rauszufinden, was wo ist. Das ist bei den Nebenmissionen allerdings nicht immer so eindeutig. Wenn ich überlege, allein schon wegen dieser Zugangskarte, was da, wenn das irgendwie ein größeres Gebiet gewesen wäre, wenn das jetzt nicht dieser Karton gewesen wäre, wäre ich mit meinem Latein am Ende gewesen. Hätte ich nicht gewusst, was da noch irgendwie sein soll. Gibt es da eine Kiste? Da gibt es ein Auto. Da ist eine Kiste. Mit ein paar Waffenteilen. So. So, wo müssen wir genau hin? Da runter. Und dann fahren wir mit dem Auto. Steig ein. Kleb dich nicht an die Motorhaube. Alles einsteigen. Ich will so gerne hupen können, denn ich mag hupen. Bei Autos und bei Menschen. Oh oh. Boah. Ich sollte Trial-Fahrer werden. Ich bin übrigens früher mal Trial gefahren. In meiner Jugend. Aber Fahrrad-Trial nicht motorisiert. Aber war cool. Und ich war gut. Ja. Hab ich so 2-3 Jahre gemacht. War cool, war spaßig, aber irgendwie dann. Oh, ja, hallo. Wow, das ist nicht das, wo ich hin wollte. Naja, dann. Keine Zeugen. Auto versenken. Gibt's hier was? Da vorne ist noch ein Fragezeichen. Gucken, was das ist. Ja, ich habe die Fragezeichen einfach mal alle eingeblendet gelassen. Denn ich habe noch so viele, es gibt noch so viele Orte. Und es fuchst mich, dass da irgendwie immer nur steht, Karte erkunde 83% oder so. Da unten, das ist das bestimmt, ne? Hey! So, da haben wir eine Kiste. Drohne. Haben wir noch eine? Du siehst mich nicht. Hoffe ich. Aber ich bin dumm, deswegen schieße ich auf sie. Das ist halt einfach nicht einfach mehr. Ich weiß halt einfach nicht, wohin genau. Okay, wir haben Drohnen. Da. Ja. Meine Fresse. Die Drohne, das ist. Es gibt nichts Schlimmeres. Jeder Treffer ist Zufall. Meine Güte. Ich sehe den Laser halt auch nicht. Feuer auf mein Kommando. Boah, Alter. Mach ich halt mit Q. Ah, ich hab sie getroffen. Nice. Feuer frei. So.
So, oh, hallo. Hallo ihr. Pling. Pling. So. 4 Wolves und 2 Drohnen. Das war nicht wenig. An jedem anderen Ort wäre das ohne Zweifel mein Todesurteil gewesen. So, jetzt aber müssen wir mal gucken, dass wir darüber kommen. Zu den beiden Herren, die nicht wissen, was wir von ihnen wollen, aber uns Aufträge geben. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Okay, was haben wir hier? 3 Feinde. Zielt auf die Flugdrohne. Roger, bringe mich in Stellung. Zielt auf den Commander. Geh in Stellung. Auf dein Zeichen ausgehen. Zielt auf den Schützen. Rücke vor. UVD im Visier. Ziel ist im Visier. 3, 2, 1, Feuer. Rock'n'Roll. Und da haben wir dann auch gerade noch ein Motorrad, mit dem wir dann fahren. Ach ja, das Spiel kann schon Spaß machen. Im Moment ist jetzt hier gerade ein bisschen, ja, Leerlauf. Aber ich freue mich schon, wenn es gleich weitergeht. Beziehungsweise wie es weitergeht. Ich würde mir... Upsa. Hallo, meine Freunde. Ich würde mir ein bisschen mehr Initiative von Teamkameraden wünschen. Aber hey. Was wollen Sie? Na, ich will euch da das Teil geben. Hallo. Da bin ich wieder. Erstaunlich. Wie haben Sie... Was soll ich sagen? Ich bin fleißig. Das ist unglaublich. Das ist mindestens ein Jahr Arbeit. Wie können wir Ihnen... Teilen Sie mir einfach nur alles, was Sie herausfinden, mit, wenn ich wieder da bin. Ich habe da ein paar Anwendungsideen. Vielleicht habe ich Sie vorschnell falsch eingeschätzt. Brechen Sie sich nicht die Hand, wenn Sie mir auf die Schulter klopfen. Schon okay. Gut, und jetzt mit Dr. Star sprechen. Ah, mit ihm hier. Okay. Das hätte man jetzt nicht gleichzeitig machen können. Was haben Sie für mich? Nun, es gibt gute und schlechte Nachrichten. Zuerst die guten. Wir haben herausgefunden, dass Azrael-Drohnen über ein Relais kommunizieren. Das ist der Schlüssel. Damit schicken Sie den Standort jeder Bedrohung direkt an die nächsten Wolfspatrouillen oder Stolas-Drohnen. Deswegen können Sie so schnell reagieren. Genau. Ich sehe, Sie verstehen. Dieses Relais ist der Schlüssel zur gesamten Azrael-Drohnen-Operation. Und die schlechten Nachrichten? Die Relais werden von Behemoth-Drohnen bewacht. Und damit haben wir den Einsatz Icarus-Pausen abgeschlossen. Nice! Irgendwie hat sich das jetzt aber ehrlich gesagt nicht so angefühlt, als wäre das alles gewesen. Ich guck mal gerade, ob es da noch so einen Follow-up-Einsatz gibt. So, das war Icarus-Pausen. Das hier ist was anderes. Das sind alles andere. Ich habe keine Ahnung, was da noch hätte kommen sollen. Haben wir hier noch zufällig noch irgendwelche zusätzlichen Aufklärungsdaten? Das war das Falsche. Zusätzliche Aufklärungsdaten? Ne, nur die Teile, die wir eingesammelt haben. Ah, dann war es das wohl. Dann, wie immer, bitte abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Liken, kommentieren, teilen, ganz wichtig. Und ja, und Glocke aktivieren natürlich. Denn irgendwie funktioniert ja der Abo-Button nicht mehr so, wie er soll. Okay, dann bis zur nächsten Folge, mein Freund. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.